Alle Wege führen zu Donald Trump, das sagen die Finanzmärkte. Wir haben heute ein neues Allzeithoch bei Gold. Wir haben einen starken Bitcoin-Anstieg, nur noch 2% unter dem Allzeithoch. Wir haben steigende Kapitalmarktzinsen, weiter steigende Kapitalmarktzinsen. Und das, obwohl wir katastrophal schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt bekommen haben, nämlich die JOLTS mit dem schlechtesten Wert seit 2021. Und warum steigen Gold, warum steigt Bitcoin und so weiter und so fort? Nun, weil man eine Schuldenorgie fürchtet, weil man sagt, na, das, was der Trump davor hat, das wird dann die Defizite der USA letztendlich ausufern lassen. Das wird nicht gut gehen. Also flüchten wir in den sicheren Hafen Gold, gehen vielleicht in das so bedeutsame Bitcoin und sichern uns ab über Kapitalmarktzinsen, respektive verkaufen Anleihen. Der Anleihemarkt mit diesen steigenden Kapitalmarktzinsen ist sozusagen neben Gold das Korrektiv für die unbegrenzte Schuldenorgie, die da geplant ist. Eins aber ist eben auch interessant, was passiert denn mit dem DAX, wenn der Donald gewinnt? Der DAX war ja sehr sportlich unterwegs bisher. Heute so ein Rücksetzer, liegt aber weniger, denke ich, an Donald Trump, sondern weil er dem Dow Jones folgt, dem Industriewerteindex, dort relativ schwache Zahlen, etwa von McDonald's, von anderen Unternehmen, die nicht so wirklich überzeugen konnten. Heute dagegen der Nasdaq stark vor den Zahlen von Alphabet und Google, aber dazu im zweiten Teil. Jetzt wollen wir uns erstmal diese extreme Positionierung der Finanzmärkte in Richtung Donald Trump anschauen. Und was tut man da? Da guckt man am besten auf die Donald Trump-Aktie schlechthin. Das ist die DGT, also Donald Trump Media Schnippunte Schnapp, und wir sehen, die ist von September massiv gestiegen, ist jetzt zwischenzeitlich über 55 Dollar gewesen, hat sich also ja mehr als vervierfacht seit Ende September, als noch diese Euphorie über Kamala Harris der Fall war. Die ist ein bisschen abgeebbt, und so sehen wir, dass Trump Media jetzt mehr wert ist mit 10,5 Milliarden Dollar als die New York Times, und die gibt es ja schon seit 2,5 Tagen. Also wir sehen, da tut sich was. Dann sehen wir, Aktienmarkt positioniert sich für einen Sieg von Donald Trump. Hier haben wir mal die Wettquoten auf Donald Trump oben in diesem Chart. Das ist die hellere Linie, und die dunkle Linie, das sind Banken und Healthcare. Die beiden Sektoren wären Gewinner, wenn Seth Donald dann praktisch an die Macht käme. Und wir sehen, wie diese Betting Markets auseinandergedriftet sind in letzter Zeit. Also die Märkte, die Wettmärkte sind sich da ziemlich sicher, aber eben auch die Finanzmärkte scheinen sich da ziemlich sicher zu sein. Die können sich irren, gar keine Frage. Und dann eben auch die Umfrageinstitute, 6 der 7 größeren Umfrageinstitute sehen Seth Donald vorne. Welche Auswirkungen hätte das? Naja, insbesondere Finanzwerte würden profitieren, Industriewerte, Energiewerte, Infrastruktur. Das wären so die Profiteure von Steuererleichterungen. Dann kommt dieser Protektionismus obendrauf, Deregulierung und so weiter. Aber Protektionismus eben mit den Zöllen. Das heißt, wir hätten in den USA auch Verlierer dieser Politik. Wer würde bei Harris gewinnen? Nun, alternative Energien, Klimaschutz, Maßnahmen und so weiter und Gedöns. Das wären also die großen Profiteure dann in diesem Bereich. Die sind ja relativ schlecht gelaufen unter Joe Biden, sind also diese grüne Energien-Aktien, die sind deutlich besser unter Donald Trump gelaufen, hängt aber mit den Zinsen zusammen. Apropos Zinsen, die Kapitalmarktzinsen steigen weiter, die 10-jährige jetzt über der Marke von 4,33%, und Sven Henrich sagt, also wenn das so weitergeht und die Fed senkt noch einmal die Zinsen, dann werden wir bei 5% sein. Wir sehen hier diese Aufwärtsbewegung, die allerdings bald an eine wichtige Trendlinie kommen könnte. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber erstaunlich ist vor allem, dass heute die Renditen gestiegen sind, wieder trotzdem wir wirklich miserabelste Daten von den JOLTS hatten. Und die waren so schwach. JOLTS sind die offenen Stellen in den USA. Die sind reingekommen bei 7,44 Millionen. Erwartet war 8,00 Millionen. Auch der Vormonat wurde nach unten revidiert. Das ist eine 6er Standardabweichung, was hier passiert ist mit diesen Daten.
Wir sehen hier diese Abwärtsrevisionen fast aller Monate. Ja, so ein Zufall. Ja, wie kann jetzt das sein, dass da Abwärtsrevisionen sind? Hat man das geschätzt? So Pi mal Daumen, nehmen wir mal an, so, gell? Und dann wird schon alles gut. Also das ist der schwächste Wert jetzt seit März 2021 und da war noch Corona-Time. Also da ist durchaus was passiert. Das hat Sorgen geschürt, dass der Arbeitsmarkt schwächer ist. Aber dennoch sind die Renditen gestiegen, die Kapitalmarktzinsen gestiegen, weil eben dieses Motiv Donald Trump und Defizite hier absolut dominant ist. Hier sehen wir nochmal, wie Nick Timiraos, der Fettflüsterer, feststellt, wir haben die Layoff Rate, wir haben vor allem die Job Opening Rate ist auf 4,7% gefallen, ein 4-Jahres-Tief Hiring Rate ist bei 3,8%, Quitting Rate ist bei 2,1%, fast ein 10-Jahres-Tief. Das heißt, die Amerikaner, also die verlassen weniger ihren Job in der Hoffnung, woanders mehr Geld zu verdienen, sondern sagen sich, naja, besser hier bleibe ich mal, weil wer weiß, ob ich überhaupt nochmal einen Job finde. Hier rechts sehen wir das Verhältnis zwischen Job Openings und Unemployed Workers geht immer weiter nach unten. Also das waren schon ziemlich schwache Zahlen. Auf der anderen Seite dann überraschend starkes Verbrauchervertrauen von dem Conference Board. Und da sagen die meisten, also ich glaube, dass sich die Wirtschaftssituation verbessert. Aus meiner Sicht ist das auch so ein bisschen vor allem von denjenigen gesagt, die Sid Donald sich herbei wünscht und sagen, der Mann hat ja Ahnung vom Business, gell, die Harris hat ein bisschen weniger Ahnung vom Business. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich in so vielen Befragungen, den Leuten geht es wirklich nicht so gut. Die sind Oberkante, Unterlippe mit ihren Finanzen. 2/3 etwa sagen, ja, also ich glaube nicht, dass sich meine finanzielle Situation in den nächsten Jahren verbessern wird. 3/4 von mittleren Einkommenfamilien sagen, also wir zügeln uns schon sehr, sehr stark beim Konsum und hier sehen wir mal rechts oben, das ist die Quote derjenigen, die trotz eines Einkommens über 100.000 Dollar im Jahr praktisch Debt Delinquency Probleme haben, also die ihre Kredite nicht bedienen können, geht in Richtung 9% aktuell, also eine ganze Menge. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Anleihemarkt, zu diesen Kapitalmarktzinsen, warum haben die Leute diese Schwierigkeiten, ihre Schulden zu bedienen? Eben auch, weil die Zinsen gestiegen sind und vor allem, weil jetzt wieder die Kapitalmarktzinsen steigen. Und die sind relevant für die Amerikaner, viel relevanter als eben die Leitzinsen, die die US-Notenbank festsetzt. Bond Traders believe the range of outcomes sind sehr, sehr groß bei dieser Wahl. Man preist also eine Bewegung von 18 Basispunkten bei den Renditen ein, bei der 10-jährigen Anleiherendite. Das ist ziemlich heftig. Das wäre die größte Bewegung einer Wahl oder nach einer Wahl seit vielen Jahrzehnten. Also die Anleihenmärkte, die sind da durchaus ein bisschen vorsichtig und sagen, das könnte ziemlich heftig werden. Aber nochmal zurück zu dieser Trump-Wette, zu diesem Trump-Trade. Wir sehen hier diesen Disconnect, dieses Auseinandertreffen zwischen den Kapitalmarktzinsen, ergo den Renditen, und dem Ölpreis. Normalerweise ist das relativ parallel laufend, wie Sie sehen. Dieses krasse Auseinanderdriften wird sich schließen. Also entweder muss der Ölpreis irgendwann hoch oder der Kapitalmarktzinsen müssen runter. Und all das, die Kapitalmarktzinsen gestiegen, weil die Inflationserwartungen steigen, sehen wir hier links in dieser Grafik, die 2-jährige Inflationserwartung mit dem schnellsten Anstieg seit 2020. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Benzinpreise in den USA jetzt so tief sind wie seit Anfang des Jahres nicht mehr. Also daran kann es nicht liegen, dass die Spritpreise in den USA nach oben gingen, dass die Inflationserwartungen steigen. Im Gegenteil, die Spritpreise fallen, die Inflationserwartungen steigen trotzdem. Auch das ein Beleg, dass man eben fürchtet, dass die nächste Regierung, wenn sie denn vor allem von Sid Donald geleitet wird, dann noch mehr Defizite anhäufen wird. Und Zinsen, Kapitalmarktzinsen haben Konsequenzen und die sehen wir jetzt immer stärker am US-Hausmarkt. Heute etwa Bericht, Zahlen vorgelegt von D.R. Horton, größter Homebuilder
in den USA Aktie katastrophal eingebrochen um über 12%. Und insgesamt sehen wir, da gibt es einen Homebuilder ETF XHB, sehen wir, wie das in letzter Zeit nach unten gegangen ist. Steigende Kapitalmarktzinsen sind der natürliche Feind des Immobilienmarktes, könnte man in gewisser Weise sagen. Und eigentlich auch von Gold, denn Gold ist ja unverzinst, aber The Gold, das sagt sich, who cares, steigt mal auf ein neues Allzeithoch heute. Das ist das bisher beste ja, seit vielen Jahrzehnten, das wir hier sehen. Also Gold geht es durchaus gut und das macht alles durchaus Sinn, wenn wir uns mal anschauen, dass der Goldpreis im Vergleich zu 1980 nur um 226% gestiegen ist, die monetäre Basis in Dollar in den USA allerdings um 3500%, die Geldmenge M3 um 1300%, die Schulden in den USA um 4000 und ein paar zerquetschte Prozent. Also wenn man das mal in Relation setzt, dann sieht man, okay, das ist vielleicht nicht so übertrieben. Der S&P 500 übrigens mit einem Anstieg von über 5000% seit diesem Jahr 1980. Also wir sehen, da wäre doch von der Seite her zumindest Gold nicht zu teuer. Und Bitcoin ist heute auch gestiegen. Ich sage es nochmal, Bitcoin ist deutlich gestiegen, nur noch 2% von seinem Allzeithoch entfernt. Wir haben generell jetzt eine ganz gute Saisonalität von Bitcoin. Und ja, Sie wussten ja und wissen ja sicherlich, ich bin ganz, ganz großer Fan von Bitcoin. Bitcoin fixes it. Also Bitcoin ist die Lösung aller Probleme. Ja, Klimawandel, Erkältung, Bitcoin, zack, alles gelöst, nicht wahr? Also das ist ein Wundermittel. Also da bin ich natürlich, ich bin für jedes Wundermittel, ich bin auch für Wunderwaffen und so weiter. Das ist ja gar keine Frage, kein Wunder ist, dass die großen Player in den USA, Hedgefondsmanager wie etwa Mr. Griffin, der in den USA sehr bekannt ist, der Chef von Citadel, die eine sehr wichtige Rolle spielen, auch als Abwickler von den Börsenkontrakten, sagt, also ich erwarte, dass Donald Trump gewinnt. Die Wahl wird knapp, aber ich denke, dass Trump diese Wahl gewinnen wird. Und das muss ja offenkundig ein ganz böser Mann sein, denn wir haben ja jetzt immer wieder diese Vergleiche, Trump-Faschist, Trump-Hitler und so weiter gehört. Jetzt hier eine Weltjournalistin, die sagt, also wenn Trump Hitler ist, warum hat das während seiner ersten Amtszeit niemand mitbekommen? Das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Dieses Momentum, das Trump zu haben scheint, das geht komplett gegen die Medien wie ABC, CBS und NBC. 78% positive Berichterstattung über Kamala Harris, 85% negative Berichterstattung über Donald Trump. Und diese permanenten Vergleiche mit Faschist oder Hitler, die sind vielleicht nicht so wirklich effektiv. Jetzt hat das Team von Kamala Harris gesagt, lass das besser, das bringt offenkundig nichts, das ist nicht wirklich hilfreich für die ganze Kampagne, zumal unsere Außenministerin Baerbock jetzt ja unmissverständlich klar gemacht hat, also wenn Donald Trump gewählt wird, dann wird sie die USA wirtschaftlich und vor allem völkerrechtlich, ganz wichtig, isolieren. Übrigens hat sie ja auch in London studiert. Für diejenigen, die das nicht wissen, dafür spricht sie ja auch dieses erstklassige Englisch. Also, wir sehen, das ist irgendwie so ein bisschen, naja, also damit versucht man irgendwie die Leute offenkundig in ein bestimmtes Schema zu pressen. Das ist natürlich für den gesellschaftlichen Frieden alles andere als positiv, wenn man solche Vergleiche zieht. Und das liegt natürlich daran, dass in den deutschen Medien vorwiegend grünen Sympathisanten als Journalisten agieren. 41% der Journalisten wählen grün, dann kommt die SPD mit 16%. Also kein Wunder. Jetzt allerdings ist diese Diskrepanz zwischen Journalisten, die weitgehend grün sind, und der Bevölkerung, die überwiegend nicht so grün ist, relativ groß, denn nach neuester Umfrage, glaube ich, erstmals seit 7 Jahren die Grünen unter der 10%-Marke mit 9%, und laut einer neuen Umfrage verlieren ARD und ZDF dramatisch an Vertrauen, dort ja auch sozusagen doch ein grünes SPD-Mantra deutlich zu spüren. Es gibt ja den Joke, dass einer sagt, ja, ich bin ja bei den Grünen, und dann sagt der andere, ja, ARD oder ZDF, gell? Also da sehen wir schon, dass dieses Vertrauen erodiert, weil eben hier sozusagen Erziehung, Pädagogik der Fall ist und die Leute lassen sich nicht gerne das Denken vorschreiben. Was wird mit dem DAX passieren? Das ist eben die zweite Frage. Hier hat Goldman Sachs und
Barclays mal ein Basket vorgelegt von Aktien, die besonders negativ darauf reagieren würden, wenn diese Zölle kommen. Die Autokonzerne Adidas, Puma, Infineon, Lanxess, Evonik, Covestro und all diese Aktien haben sich durchschnittlich auch deutlich schlechter entwickelt inzwischen als der DAX selbst. Aber ich denke auch, dass für SAP das ein Problem wäre, für Siemens ein Problem wäre, also für Schwergewichte innerhalb des DAX. Und ohnehin haben wir es schwer. Denn es dürften in der Autoindustrie laut einer neuen Studie 140.000 Jobs wegfallen. Derzeit sind ja knapp über 900.000 im weiteren Sinne in der deutschen Autobranche beschäftigt. Also ziemlich viel. Wie geht es weiter mit Deutschland? Wie geht es weiter mit KI? Wie geht es mit der Wahl? All das habe ich in einem, wie ich oder werde ich mit Dr. Bastian Siegert besprechen. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen. Deswegen weiß ich so ein bisschen, wie er tickt. Und ich finde, dass wir uns da ganz gut ergänzen, anders gelagert sind, aber da möchte ich nochmal den Hinweis geben, morgen wird das Interview ausgestrahlt um 19 Uhr, Sie müssen sich, um das sehen zu können, einen Link bekommen, das geht nur, wenn Sie sich per E-Mail anmelden, einfach E-Mail-Adresse angeben, zack, dann wird Ihnen der zugeschickt vor dieser Sendung, dann da draufklicken und dann wissen Sie Bescheid, ich packe das alles nochmal unter das Video und verweise auf den zweiten Teil, wo wir Interessantes haben zu der Lage in den USA, was denn eigentlich da an der Wall Street sonst noch so passiert ist, dann haben wir Wichtiges aus China, wir haben Wichtiges in Sachen Zinsen und wir haben Wichtiges in Sachen Iran und Israel. Da könnte es bald wieder richtig turbulent zugehen. Zweiter Teil unten wieder verlinkt mit diesem Link. Ich sage jetzt bis gleich. Servus, ciao.